5 Jahre nach dem Sieg gegen Piccolo sehen wir Son Goku endlich wieder. Würde ich gerne sagen, aber erstmal sehen wir unseren Freund und Helfer aus der Nachbarschaft, der große Farmer, der auf Raditz trifft. Ein komischer Typ, der mit einer Kapsel auf der Erde landete. Raditz Gauter ließ beim Farmer eine Kampfkraft von 5, aber das lag nur daran, dass Raditz Gauter kein Gott-Ki wahrnehmen konnte, was von dem Farmer ausging. Raditz fängt also die Kugel des Farmer ab und schießt sie zurück und tötet ihn. Aber natürlich spielte der Farmer das nur, weil er Raditz nicht verletzen wollte, ist doch klar. Danach fliegt Raditz zu Piccolo, um einen Mann namens Kakarot zu finden. By the way, ich glaube, Piccolo hat wirklich 5 Jahre auf diesem Berg darauf gewartet, dass wieder mal was passiert und sonst hat er nichts gemacht. Piccolos Kampfkraft von 322 juckt Raditz hier nicht die magische Bohne und deshalb macht er sich direkt weiter zu Kakarot. Wieder beim Kamehaus bekommen wir schnell mit, dass Bulma nicht mehr mit ihrem Schuh zusammen ist. Ich frage mich auch, wie er am Schuh es geschafft hat, das zu verbasseln, weil jetzt ist er quasi obdachlos geworden. Danach lernen wir den kleinen 4-jährigen Gohan kennen, der einen überhaupt nicht an Kids Goku erinnert. Das liegt wohl an den starken Chichi-Gen. Raditz taucht also auf und klärt mal Goku ein wenig auf. Doch bevor er komplett mit der Sprache rausrückt, bekommt Krillin erstmal eine Schelle der Marke Saiyajin. Auf die Frage von Raditz, ob Kakarot als Kind auf den Kopf gefallen ist, antwortet Goku nur damit, dass er nicht Kakadingsbums heißt. Und heißt auch nicht Kakadingsbums. Doch ja, Goku ist auf den Kopf gefallen. Später ändert Toriyama das aber und es geht eher darum, dass Goku vom Kern ein guter Saiyajin ist, aber das mit dem Kopf spielt immer noch eine Rolle, also keine Sorge. Die Katze ist dann aus dem Sack, Raditz ist Gokus Bruder und die beiden sind Saiyajins. Raditz klärt dann zu Goku auf, dass er die Erde eigentlich ausrotten sollte. Toriyama endet das später auch, dass Raditz das halt nicht wusste, dass Bardock und Gine den kleinen Kakarot wegen der Auslöschung weggeschickt haben. Raditz entführt dann Son Gohan und stellt Goku das Ultimatum, dass er bis morgen 100 Menschen töten soll und dann mit den Saiyajins auf Raubzug gehen soll, damit er Son Gohan eben wiederbekommt. Dann geht Raditz auch mit Son Gohan. Krillin und Roshi wollen mitmischen, Goku zu helfen, doch Kami meinte, Shenlong macht keine halben Sachen, soll heißen, er führt nicht zweimal das gleiche. Ergo, noch ein Tod von ihnen wäre endgültig. Daraufhin wurde Krillin sofort klar, dass er sterben wird und Mann, Krillin tut mir echt leid. Dann kreuzt Piccolo auf und tut sich mit Son Goku zusammen. Als Vorwand nahm er, dass Raditz ihn stören würde bei seiner tollen Weltherrschaft, die er 5 Jahre lang ignoriert hat. Wie dem auch sei, mit Hilfe des Dragon Radar können sie Son Gohans Dragon Ball aufspüren und machen sich auf die Socken. Währenddessen heult Son Gohan rum und zeigt nebenbei mal so eine Kampfkraft von 770. Das war damals noch krass, nur mal als Vergleich. Aber er ist in der Saiyajin-Kapsel. By the way, Goku hat auch eine Kampfkraft von 334. Aber nachdem Son Goku und Piccolo ihre Klamotten mit Gewicht, die sie zum Flexen anhatten, abgelegt haben, ist Piccolo auf 408 und Goku auf 416 gestiegen. Der Kampf geht los und retroperspektiv gesehen finde ich es einfach unglaublich, wie ein Kampf gegen Raditz so wirkt, als würde man heute gegen Jiren kämpfen. Man merkt hier enorm, wegen dem Schock, den Goku erleiden musste, also mit seiner Herkunft und dass Raditz sein Bruder ist, lassen ihn wie ausgewechselt wirken. Er hat Angst und beim Erfahren, dass es noch andere Saiyajins gibt, die viel stärker sind, hat er auch noch größere Angst. Piccolo und Son Goku sind chancenlos und Piccolo verliert einen Arm und entschied sich dazu, den erstmal nicht nachwachsen zu lassen. Warum auch immer. Piccolo lädt dann die Makanko Sapo oder zu Deutsch Höllenspirale oder zu Englisch Special Beam Cannon. Junge, was haben die Amis sich bei ihren Namen gedacht? Lädt er auf jeden Fall auf. Piccolos Kampfkraft steigt dann über 1030, Goku hält Raditz hin, auch wenn seine Attacken und Kamehameha keine Wirkung zeigen. Und kurz vor dem Tod von Son Goku schießt Piccolo seine Höllenspirale mit einer Kraft von 1330 auf Raditz los. Aber naja, Raditz weicht aus, als wäre nichts los gewesen. Doch dann nutzt Son Goku die Schwäche von Raditz Affenschwanz aus, Piccolo lädt eine weitere Höllenspirale auf, Raditz verwandelt sich dann innerhalb von 2 Sekunden vom bösen Bruder zum netten Bruder und Goku fällt drauf rein. Dann kassiert Son Goku und ich denke mir, Mann, mein Tippchen vom letzten Mal hat wehgetan, aber das hat definitiv mehr wehgetan. Weil Raditz Son Goku quält, steigt Son Gohan aus seiner Saiyajin-Kapsel, um seinem Papa zu helfen. Mit einer Kampfkraft von 1307 gibt er Raditz ordentlich auf den Brustpanzer. Son Gohan wird dann ohnmächtig, Goku hält Raditz fest und es kommt zur letzten Höllenspirale. Piccolo lässt dann Raditz wissen, dass es Dragon Balls gibt, die Wünsche erfüllen, so bekommt Vegeta und Nappa auch davon mit. Und Raditz lacht Piccolo und Goku aus, da die beiden in weniger als einem Jahr auf der Erde sein werden, um sie auszulöschen. Piccolo gibt Raditz dann den Rest und wir sehen den braunartigen Vegeta mit Nappa. Abgesehen von den Dragon Balls wollen Vegeta und Nappa ganz viele Frauen von der Erde schwängern, um Superkämpfer wie Gohan zu generieren, da sie genetisch überlegener wären. Goku stirbt schlussendlich und Gott nimmt seine Leiche mit. Raditz Leiche wird auch gelootet, Bulma bekommt den Scouter und Piccolo entführt dann Son Gohan. Währenddessen jenseits macht sich Son Goku zu Fuß auf den Weg zu Meister Kaio, um ein Jahr zu trainieren und fliegen wäre Mogeln, also muss er den Schlangenpfad zu Fuß bewältigen. Um Son Gohan zu beweisen, dass er starke innere Kräfte hat, entscheidet sich Piccolo dazu, den Vierjährigen gegen einen Berg zu werfen.
werfen. Zu Piccolos Glück hat Son Gohan das Ganze unversehen überstanden und das Jugendamt wird vorerst nicht alarmiert. Doch dann lässt Piccolo Gohan für 6 Monate alleine, damit er lernt zu überleben. Son Gohan landet also auf einem hohen Berg und verbringt dort die Nacht. Doch beim nächtlichen Pinkeln sah er den Mond, der wiederhergestellt worden ist, nachdem Mutant Roshi den zerstört hat. Er wird zum Wehraffen und Piccolo löst es so, indem er den Mond ein weiteres Mal zerstört und Gohans Affenschwanz abschneidet. Ich frag mich hier echt, wie Saiyajins wohl zum Friseur gehen. Hey, Seiten auf 2 und Affenschwanz auf 0. Danke, Bruder. Bulma Scouter ist auch fertig und Mutant Roshis Kampfkraft von 193 wird enthüllt, genauso wie Krillins von 206. Danach bekommt Chi-Chi einen Nervenzusammenbruch, da sie erfährt, dass Son Gohan mit den Dämonen Piccolo chillt. Krillin, Tenshinhan, Yamshu, Shaozu und Yajirobe machen sich dann auf zu Gott, um dort 6 Monate zu trainieren. Son Goku ist auch immer noch unterwegs zu Meister Kaio, also 6 Monate lang. Und dass Son Gohans Schwanz weg ist, schneidet er dem Dino auch immer wieder eine Scheibe ab. Übrigens, den Dino sehen wir Jahre später in Dragon Ball Super auch nochmal wieder. Nach 6 Monaten beginnt dann auch das richtige Kampftraining für Son Gohan und Son Goku ist bei Meister Kaio angekommen. Doch er denkt erstmal, dass Bananas Meister Kaio ist und deswegen zieht er ein ganz schönes Affentheater auf. Doch Son Gokus Witzkunst konnte dann den echten Meister Kaio überzeugen und das Training auf dem Planeten mit 10-mal höherer Schwerkraft kann nun beginnen. Das Training geht 158 Tage lang, als erste Aufgabe soll er Bananas fangen und nein, das mit Gregory war im Manga nicht dabei, das war nur im Anime. Nach 40 Tagen hat Son Goku das auf jeden Fall geschafft und schlussendlich ist der Tag gekommen, die Saiyajins kommen an, 1 Monat früher als erwartet. Goku wurde lebendig gemacht und macht sich auf den Weg, den Schlangenpfad ein weiteres Mal zu bewältigen, doch diesmal soll das laut Meister Kaio nur 2 Tage dauern. Und Meister Kaio platziert heimlich sein Symbol auf den Rücken von Gokus neuem Anzug. Angekommen pulverisieren Nappa und Vegeta eine ganze Stadt. Piccolo erfährt dann von Nappa und Vegeta, dass er ein Namekianer, also kein Dämon, sondern außerirdisch ist. Tenshinhan, Yamshu und Shaozu kommen dann auch dazu und die 6 Pflanzenmänner stellen sich den 6 Z-Fightern. Tenshinhan macht den ersten Pflanzenmann mit einer Kraft von 1200 platt und Vegeta tötet diesen dann, weil er halt Vegeta ist. Yamshu kämpft dann auch und macht einen Pflanzenmann platt, was ihm zu Kopf gestiegen ist und das Ende von dem Lied ist, dass er stirbt und ein Meme geschaffen wird, was auf alle Ewigkeiten im Internet seine Wege bahnt. Krillin denkt, dass Yamshu eine böse Vorahnung hatte und deswegen kämpfen wollte, um eben Krillin zu beschützen, aber nein, glaub mir, Yamshu wollte einfach nur cool sein, mehr nicht. Naja, dafür macht Krillin den Rest der Pflanzenmänner platt, bis auf einen, den Piccolo alle macht. Der Kampf gegen Nappa kann also nun endlich beginnen. Der Kampf dauert keine 3 Sekunden und schon verliert Tenshinhan seinen Arm. Nach dem Durchlass von Tenshinhan schaltet sich auch Shaozu ein und explodiert an Nappas Rücken und rettet damit die Erde. Kleiner Spaß, die Explosion war umsonst. Shaozu ist für nichts gestorben, da es Nappa nicht einmal gekratzt hat. Piccolo und Krillin machen dann eine Tag Team Action, aber Son Gohan ist nicht bereit und verpennt seinen Angriff. Auch die Kiku-Kanone von Tenshinhan war weniger ein Angriff, sondern mehr ein Selbstmordkommando. Bevor Nappa dann den Rest töten kann, will Vegeta 3 Stunden warten, um zu sehen, was mit diesem Kakarot ist, ob er wirklich eine Herausforderung sein kann und er möchte sich rächen für die Saiyajins. 3 Stunden später. Die 3 Stunden sind abgelaufen und es kommt zum Showdown, da Goku nicht aufgetaucht ist. Doch Goku ist noch ganz knapp angekommen und macht sich dann zusammen mit 2 magischen Bohnen direkt auf den Weg zum Kampfort. Doch bis dahin müssen Piccolo, Krillin und Gohan kämpfen. Der Plan war es, Nappas Affenschwanz als Schwachpunkt zu benutzen, doch anders als Raditz hat er seinen Affenschwanz trainiert, also läuft das nach hinten los. Gohan kassiert von Nappa und Krillin hätte es fast geschafft, Nappa zu töten mit einer Energiediskus. Das ging ganz, ganz knapp daneben, also Props an Krillin. Bevor dann Krillin stirbt, weil seine Attacke daneben ging, konnte Piccolo ihn nochmal retten und Vegeta lacht sich ordentlich ins Fäustchen. Förmlich so, als würde er Affen im Gehege beobachten. Als Nappa und Vegeta dann bemerkt haben, dass Goku sich auf den Weg macht, machen sie keine halben Sachen mehr. Gohan kann dann zwar den Angriff von Nappa ablocken, doch der Energiestrahl hätte ihn getötet. Doch der ach so böse Dämon Piccolo geht dazwischen, um seinen Schützling von Gohan vor dem Tod zu retten. Mit den warmen Worten, dass Gohan der erste war, der nett zu ihm war, verabschiedet sich Piccolo und mit ihm zusammen die Dragon Balls und eben auch Kami. Gohans Masenko mit einer Kraft von 2300 geht dann direkt auf Nappa los, doch die kann er gerade noch so abwehren. Jindo Jun rettet dann Gohan und Goku taucht endlich auf. Son Goku versorgt dann Krillin und Gohan mit magischen Bohnen und weicht Nappas Attacken einfach aus, denn auch damals hatte Son Goku schon den Ultra Instinct gehabt. Wozu kostbare Zeit verschwenden? Wie hat er das gemacht? Wo steckt er? Gokus Kampfkraft steigt dann auf 8000, ja, nicht 9000, also nicht over 9000, sondern auf 8000, ich weiß auch nicht, wieso die Amis das gemacht haben. Frag mich nicht warum, wurde eben geändert. Son Goku verarscht dann Nappa am laufenden Band und gibt für jeden seiner Kameraden immer wieder einen Schlag ab. Auch Nappas Attacke mit seinen Gammelfingern hilft er nichts, Goku ist einfach zu schnell, sowie der Kotzstrahl, der zeigt einfach keine Wirkung. Vegeta will dann wechseln, Nappa greift deswegen noch hinterlistig Gohan und Krillin an, aber Gokus Kaioken zeigt Papa Nappa, wer der Baba ist. Und Vegeta entsorgt dann den Müll, also er tötet Nappa. Goku und Vegeta wechseln dann den Kampfplatz, weil Goku die Leichen seiner Kameraden schützen möchte. Und die ikonische Kampfposition der beiden Saiyajins findet statt. Vegeta nennt Goku
Goku auch hier eine Missgeburt, doch Goku interessiert das kein bisschen. Vegeta ist von Goku erstmal haushoch überlegen, doch dann zeigt Goku die Kaioken. Doch nach einem kurzen Einsatz merkt Son Goku, dass die Kaioken alleine nicht ausreichen wird. Also hat Son Goku es mit einer dreifachen Kaioken versucht, auch wenn sein Körper dabei zerstört werden würde. Bei der Zahl 21.000 zerbricht Bulma Scouter dann, als er die Kraft von Goku scannte. Mit der dreifachen Kaioken gab es eine richtig schöne Abreibung für Vegeta und Vegeta sagt sogar, dass die Kampfkraft von Goku höher ist als seine eigene. Vegeta sagt dann, dass er der Beste im ganzen Universum ist. Und ja, ich bin gespannt, was Freezer davon hält, der mit einer Kampfkraft von 530.000 in der ersten Form daherkommt. Und Bidos, über den brauchen wir nicht sprechen. Also Vegeta hat bei der Aussage einige Fakten ignoriert, aber alles zu seiner Zeit. Wie dem auch sei, die Galagun trifft auf das Kamehameha. Mit einem Kamehameha und der vierfachen Kaioken schafft es Goku, Vegeta zu besiegen. Aber der ist zäh wie sonst was und kommt deshalb wieder mit einem künstlichen Minimund von einer Ladung von 17 Millionen Xenon und wird zum Wehraffen. Gohan und Krillin bekommen das mit und entscheiden sich dann deswegen, zurückzugehen zu Son Goku, um ihm zu helfen. Vegeta ist nun 10-mal so stark und Goku versteht das erste Mal in seinem Leben, was mit den Saiyajins bei Vollmond passiert. Er versteht nun das erste Mal, dass er derjenige war, der seinen Großvater damals umgebracht hat, trotzdem bleibt er ruhig, um den Kampf weiter fortzuführen. Mit der Sonnenblende von Tetschland kann sich Son Goku dann Zeit erkaufen, um die Genki-Dama aufzuladen. Doch Vegeta macht dem einen Strich durch die Rechnung und alles deutet darauf hin, dass Goku nun sterben wird. Einen letzten Energieschlag hatte Goku noch, doch danach kann er nicht mehr in der Nase bohren, weil seine Energie komplett leer war. Gohan wollte dann Vegeta ablenken, damit Krillin Vegetas Affenschwanz abschneiden kann, doch Vegeta springt einfach über die Energiediskus. Doch Yajirobe rettet mal wieder den Tag und schneidet Vegetas Affenschwanz ab. Vegeta verwandelt sich dann zwar zurück, macht aber Krillin und Goku trotzdem fertig. Und Goku, der bewegungsunfähig ist, hofft auf Gohan, der die Früchte seines Trainings zeigen soll. Gohan kämpft dann mit Vegeta und Krillin bekommt von Goku den Rest der Genki-Dama. Doch sie trifft Vegeta wieder nicht. Doch dieses Mal verpennt Son Gohan seinen Angriff nicht und da Gohan von guter Natur ist, tut ihm die Genki-Dama nichts und er leitet sie direkt zu Vegeta weiter. Doch auch das reicht nicht aus. Vegeta stand immer noch und wollte weitermachen, selbst nach dieser Attacke. Vegeta zerstört dann die gesamte Umgebung und bevor er Gohan töten kann, schlitzt ihn Yajirobe ein weiteres Mal auf, um genug Zeit rauszuholen, dass sich Gohan einen Wehraffen verwandeln kann, denn sein Schwanz ist wieder nachgewachsen. Wenn ihr euch dann die Stimmen anhört, könnt ihr hören, wie SpongeBob gegen Thaddeus kämpft. Kein Scheiß. Das geschieht dir recht, du dummer Hund! Ah! Ja, warte, du fette Plutze, das wirst du mir büßen! Ich zerleg dich in deine Einzelteile! Gohan hat zwar keine Kontrolle, doch seine menschliche Persönlichkeit ist noch da, also kämpft er gegen Vegeta. Macht diesen fertig und Vegeta holt sich dann seine Kapsel, um zu flüchten. Was auch klappt, da Goku Krillin davon abhält, ihn zu töten, da Goku ihn richtig besiegen möchte und beim nächsten Mal definitiv stärker sein wird. Ach ja, Goku kann hier auch irgendwie telepathisch reden, warum auch immer. Der Rest kommt dann und Chi-Chi springt über Gokus halbtoten Körper und nimmt Son Gohan in die Arme. Krillins Idee, nach Namek zu fliegen, um dort die namekianischen Dragon Balls zu benutzen, leiten dann den nächsten Arc ein. Problem ist nur, das Ganze dauert laut Bulmas Berechnungen 4000 Jahre. Also müssen sie sich was anderes überlegen. Die Saiyajin-Kapsel fällt auch raus, weil die hat Bulma zerstört, weil sie den falschen Knopf gedrückt hat. Aber wir haben noch das Raumschiff von Gott, der vor 100 Jahren auf die Erde kam. Und 10 Tage später machen sich dann Bulma, Krillin und Gohan mit diesem Raumschiff auf den Weg nach Namek, dass Son Goku noch im Krankenhaus bleiben muss und auf die magischen Bohnen warten muss. Damit beginnt der nächste Abschnitt, die Namek-Saga. Also, ein weiterer Part wäre geschafft. Die Saiyajin-Saga diesmal in 13 Minuten, also nicht so groß wie das letzte Video mit Dragon Ball in 20 Minuten. Aber nichtsdestotrotz wartet natürlich auch hier wieder der nächste Part auf euch, und zwar die Namek-Saga. Und wenn ihr die schnell sehen wollt, dann 5000 Likes auf das Video hier. Das letzte Likes, die habt ihr ja komplett auseinandergenommen. 6000 Likes wurden so schnell erreicht und das ganze Video hat schon 7000 Likes. Übrigens, falls ihr es nicht gesehen habt, Dragon Ball Classic in 21 Minuten, meine ich, könnt ihr das gerne auch abchecken. Das war wirklich sehr viel Arbeit und Inhalt in einem Video. Ansonsten schreibt mir gerne eure Lieblingsszene aus der Saiyajin-Saga in die Kommentare. Ich bin damit raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, ein Abo und einen Daumen nach oben dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.